Hallo und herzlich willkommen auf Evo 2K TV und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von WWE 2K19, dem Community Universe, dem Evoverse. Natürlich an dieser Stelle erstmal frohe Ostern an euch und eure Familien. Es ist mal wieder soweit, wobei Ostern ist ja dieses Jahr echt relativ spät. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, wann wir das letzte Mal Ostern an einem 21. April hatten. Auf jeden Fall, es ist mal wieder der Zeitpunkt gekommen, wo die Ostereier versteckt werden, wo die Kinder durch den Garten rennen. Vielleicht rennt auch, keine Ahnung, der Hergi durch den Garten und sucht nach Ostereier. Ich weiß es ja nicht. Auf jeden Fall, es geht jetzt mal wieder weiter hier heute in der heutigen Folge. Und natürlich aber auch wieder der Hinweis, da ich immer wieder gefragt werde, was ich auch sehr interessant finde. Mich fragen immer noch Leute, kann man noch einen Charakter ins Evoverse hinzufügen, obwohl ich es immer an dieser Stelle am Anfang sage, ja, es geht. Schaut euch mal dazu das Video in der Videobeschreibung an. Dort findet ihr ein Video mit den Teilnahmebedingungen, was dort alles aufgelistet ist, was ihr erfüllen müsst, was ihr eben nicht dürft. Und wenn ihr euch dann einen Charakter anhand dieser Teilnahmebedingungen erstellt habt, dann, und ihr den hochgeladen habt logischerweise, dann schaut am besten auf meinem Discord-Server vorbei. Der Link dazu in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann drei Channel. Einmal Prüfungsverfahren, wo ihr seht, ob euer Charakter momentan im Prüfungsverfahren drin ist oder ob eben noch nicht die Zeit dazu war und dann noch den Channel angenommen oder abgelehnt. Wenn euer Charakter weder angenommen noch abgelehnt wurde und er nicht im Prüfungsverfahren zu sehen ist, dann war einfach noch keine Zeit für mich da, um mich darum zu kümmern. Aber ihr könnt euch sicher sein, das wird definitiv zeitnah passieren. Auf jeden Fall, ja. So sieht es dann aus und ich würde sagen, wir starten einfach mal jetzt mit der heutigen Folge. Kann sagen, für NXT wird es heute sehr, sehr interessant, denn ich habe ja auch gesagt, da NXT kein Bestandteil vom Pay-Per-View war vom letzten, von Elimination Chamber, wird auch NXT noch ein Elimination Chamber bekommen und das wird auf jeden Fall heute stattfinden. Jetzt aber auf jeden Fall ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. So, da sehen wir Bray Wyatt, Drew McIntyre und BDG. Hier holt sich Bray Wyatt den Sieg. Dann haben wir Apollo Crews, Heath Slater, Murdoch und Kin Medaro. Hier holt sich Murdoch den Sieg. Seth Rollins trifft auf den K-Dog, hier holt sich der Seth Rollins den Sieg. Dann haben wir Akam Trizar gegen die EWO, hier holt sich die EWO den Sieg. Wild Harlequin und Ella Lil von den Black Spades gegen Bobby Roode und Chad Gable, hier holt sich die Black Spades tatsächlich den Sieg. Roman Reigns gegen Jack White, hier holt sich Jack White den Sieg. Und im Main Event Ricardo Bellesca Jr. trifft auf Bobby Lashley, hier holt sich der Champion den Sieg. So, was haben wir in den News drinstehen? Bobby Roode und Chad Gable haben einen gnadenlosen Angriff auf Wild Harlequin und Ella Lil durchgeführt. Diese Superstars wollen ihren Rivalen, allen, die sich in den Weg stellen, Schmerzen zufügen. Das sieht nicht aus, als ob das so schnell enden würde. Eine strahlende Zukunft erwartet das neue Tag Team aus Hergy und Mark Barrett, nachdem sie sich in ihrer ersten gemeinsamen Sieg geholt haben. Ach so, okay, gut zu wissen. Alle Augen sind auf diese Superstars gerichtet, die sich hier einen Namen machen wollen. Geil, Mann. Habt ihr gehört, es gibt ein neues Tag Team? Ich bin mal gespannt, wie die heißen werden. Hergy und Mark Barrett, ich finde, die passen auch ganz gut zusammen, so optisch. Weil ich meine, die haben beide so ein bisschen so dieses Schwarz-Rote. Das ist schon nicht so verkehrt, oder? Klingt auf jeden Fall echt nach spannenden kommenden Folgen, die wir so sehen werden. Rivalitäten. Oh, guck mal an, wir haben sogar schon eine Rivalität mit den beiden. Die geht noch eine Woche. Auch noch gegen AOP, das darf ja nicht wahr sein. Seth Rollins gegen K-Dog und noch und Bobby Roode und Chad Gable gegen die Black Spades. Schau mal, wie es weitergeht. Jetzt auf jeden Fall nochmal das Ranking hier. Da ist Seth Rollins an Drew McIntyre vorbei. Dann haben wir noch Murdoch ist an Heath Slater vorbei. Die Black Spades sind an der Wyatt Family vorbei. Ja, dann wären wir bei Raw fertig und gehen mal zu SmackDown rüber. So, dann haben wir Randy Orton gegen den Wolfhunter. Hier holt sich der Wolfhunter den Sieg. Die Usos treffen auf Big E und Xavier Woods von The New Day. Hier holen sich Big E und Xavier Woods den Sieg. Death Psycho trifft auf Tracer. Hier holt sich Death Psycho den Sieg. Dann haben wir Andrade trifft auf El Ranko. Hier holt sich Andrade den Sieg. Jordan Pigeot trifft auf Samoan Omega. Hier holt sich Jordan Pigeot den Sieg. Michael Adams trifft auf den Iceman, begleitet von Becky Lynch. Holt sich Michael Adams den Sieg. Dark Magic gegen Sheamus im Main Event. Ein Einzelmatch. Und es holt sich Sheamus den Sieg. Ja, das scheint auf jeden Fall noch wirklich eine längere Rivalität zu geben zwischen beiden. Das war gestern schon ein knaller Match auf jeden Fall, was wir gesehen haben. So, da haben wir in den News drin stehen. Sheamus hatte genug von seinem Rivalen, ließ seiner geballten Frustration und Wut beim wilden Angriff auf Dark Magic freien Lauf. Dieser Superstar bewies mit dieser Racheaktion Durchhaltevermögen und Mut. Death Psycho hat im großen Match des Abends Tracer besiegt. Ist dies nur nach wochenlang hinterher das Ende der Rivalität dieser Superstars oder nur der Beginn von etwas größerem? Rivalitäten haben wir noch, jetzt habt ihr gerade einen Sound gehört, der jetzt eigentlich nicht zu hören sein sollte. Ja, da haben wir hier noch eine Woche Death Psycho gegen Tracer und dann haben wir noch 7 Wochen die Black Invasion gegen The Bar. Ja, Championship Ranking gucken wir dann auch mal rein. Hat sich allerdings nichts verändert hier, genauso wie hier bei Andrade, obwohl doch, Andrade ist an Stormy vorbei. Und The Bar sind wieder an den Usos vorbei, an den Usos,
An den Usos, an den YOUSOS. Also auf jeden Fall, hier seht ihr tatsächlich Bewegung Tag Team Ranking. Es ist was los. Die habe ich gestern erst, ihr habt es gestern gesehen in der Folge, habe ich gestern jetzt auf den letzten Platz gesetzt und jetzt haben sie schon wieder einen Platz gut gemacht. Also es ist tatsächlich doch noch irgendwas möglich in diesem Spiel. Willst du, wie man den Nitro steht als nächstes an? Schauen wir mal, was da passiert. So, Rey Mysterio, Big Show und Aleister Black in einem Match. Hier holt sich Rey Mysterio den Sieg. Tucker Knight trifft auf Sin Cara. Hier holt sich Tucker Knight den Sieg. Bob trifft auf Kalisto. Hier holt sich in dem Match der Bob den Sieg. Scott Hall und Kevin Nash treffen auf Ascension. Hier holen sich Scott Hall und Kevin Nash den Sieg. Dann haben wir Otis Dosovic gegen den Killer Gamer. Hier holt sich Otis Dosovic den Sieg. Und Big Magic trifft auf Shinsuke Nakamura. Hier holt sich Big Magic den Sieg. Und wir sehen ein Titelmatch. Also da kann ich euch sagen, wir werden kein Titelmatch hier einfach so zeigen. Das ist von der Matchcard, von der Stellung einfach blöd, weil die Rivalität vorbei ist. Deswegen geben wir Samoa Joe jetzt den Sieg. Weil das war so halt nicht geplant. Also das würde ich auch immer wieder so machen. Das hat jetzt nichts mit dem Demon Ace zu tun. So, was haben wir in den News drinstehen? Otis Dosovic, ah ne, das sind alte News. Rivalitäten. Wir haben momentan nur eine News. Samoa Joe gegen Demon Ace. Die ist dann aber auch rum, die Rivalität. Also haben wir momentan bei WCW eine Menge Platz. Also einmal hier die Heavy Machinery haben jetzt Einzelfäden gegen Sin Cara und Killer Gamer. Schauen wir mal, wie das hier so weitergeht. Championship Ranking, was haben wir da so? Lars Sullivan ist der Haupt heraus. War easy für ein Big Show vorbei. Hier ist gar nichts passiert. So, Latino World Order und Ascension. Was ist denn hier heute los? Total viele Veränderungen der Tag Team Division. Man kann es hier gar nicht glauben. Na gut, dann gehen wir mal zu All Elite Wrestling rüber und schauen, was da passiert. So, Nick Bro trifft auf El Mysterio Luchador. Hier holt sich Nick Bro den Sieg. Goldust trifft auf Adam Wolf. Hier holt sich Goldust den Sieg. Chris Jericho trifft auf Kevin Owens. Hier holt sich Kevin Owens den Sieg. Dann haben wir Sanity treffen auf die Good Brothers. Hier holen sich Sanity den Sieg. Michael Masters, Jacob Cass, Jordan und Sami Zayn im Fatal 4-Way Match. Da holt sich Michael Masters den Sieg. Die Young Bucks treffen auf die Lucha Bros. Hier holen sich die Lucha Bros den Sieg. Und Kenny Omega trifft auf Dolph Ziggler. Hier holt sich Kenny Omega den Sieg. So, was haben wir in den News drinstehen? Die Good Brothers zeigten einmal mehr ein beunruhigendes Fable für Gewalt, als sie sich offen auf ihre Rivalen Killian Dane und Eric Young stürzen. Dieses Team tritt dermaßen hasserfüllt auf, dass einige Leute schon daran zweifeln, dass es ihnen um den Sieg über ihre Gegner geht. Offenbar wollen sie ihnen einfach nur wehtun. Dann haben wir auch Rusev prügelte nach dem Match weiter auf seinen Gegner Chris Jericho ein. Die Animositäten zwischen den beiden Superstars haben uns schon gezeigt, dass es bei ihrer Rivalität um mehr geht als nur um Sieg oder Niederlage. Das hier ist persönlich, es wird brutal werden. Was haben wir denn noch hier so? 9 Wochen Goldust Adam Wolf, 2 Wochen Good Brothers gegen Sanity und 7 Wochen Jericho gegen Rusev. Ja, also All Elite Wrestling damit eigentlich prall gefüllt mit Rivalitäten. Keine Veränderung hier in dem Ranking. Masters ist an Jacob Cass vorbeigezogen. Ja, da ist auch mal wieder nichts los. Aber wir können ja nicht bei jeder Tag Team Division irgendwelche Veränderungen haben. Wir gehen zu NXT rüber und schauen, was da los ist. So, NXT beginnt mit dem Match Dan Madison gegen Dave Vedder. Hier holt sich Dave Vedder den Sieg. Und dann haben wir als nächstes eine Battle Royale mit 6 neuen Leuten, die wir uns heute anschauen werden. Mit dabei Chrome Basham, Tom Mitchell, Ben Punk, Fabsi, Luchador Leon und Fun Knight. Schwungschnell, Einzug ist in dem Fall mal ein, damit wir uns die Charaktere mal anschauen können. Zumindest so ein bisschen oberflächlich. Ja, schauen wir mal, viel Spaß dabei. So, wir gucken uns das Ganze, wie eben schon gesagt, ein bisschen mit Einzügen an. Und schauen wir, wer der Erste ist. Das müsste eigentlich dieser Chrome Basham sein. Den ich eigentlich ganz cool finde. So der typische Indianer für mich. Namen gibt's sogar hier, kann man mal sehen. So, ich würde mal sagen, wie gesagt, da die Folge noch ein bisschen länger wird, skippen wir dann mal die Einzüge. Das wird jetzt so wieder Ladezeit des Todes hier. Oh ne, direkt schon da. Vielleicht war das jetzt auch, weil ich jetzt länger im Menü gerade war. Weil ich bin ja gerade im Twitch-Livestream am Aufnehmen. Und weil ich da jetzt gerade noch ein bisschen länger was gemacht hatte. Und die Ladezeit vielleicht dann fertig war im Menü. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hier Tom Mitchell. Der ehemalige Nico Goldberg. Lang ist es her. Fighting Experience. So, auch ihn skippen wir dann mal. Oh je.
Jetzt wird's grün. Wen haben wir da? Grüner Filter ist am Start. Und da ist Ben Punk. Vielleicht ein blauer, mehr Sinn gemacht, oder? Blau statt grün. Wäre vielleicht besser gewesen. Aber ihn kennen wir noch. Damals wegen Inaktivität raus, jetzt wieder da. Schauen wir mal, was er so reißen kann hier. In dem restlichen Zeit vom Evoverse. In der restlichen Zeit vom Evoverse. So, auch ihn skippen wir dann mal. So, wen haben wir dann? Ich glaube wirklich, das liegt daran, wenn je länger wir im Menü das laden lassen, umso besser ist das. So, da kommt Fabsi. So, einmal reingesprungen. Da sieht man. Oh, guckt euch wieder dieser verbackte, diese Rückenflosse, die einfach mal wieder durch den Hals geht. So, der nächste. Luchador Leon. Wir haben halt mehr maskierte Leute als unmaskierte. Ich glaube wirklich, es wird Sinn machen, wenn wir tatsächlich statt ECW hier Lucha Underground reinbringen. Können wir noch Kalisto reintun, Gran Metalik, Sin Cara, wie sie alle heißen. So, auch den skippen wir dann mal. Und Fun Night. Der Malu ist auch zurück hier. Der ehemalige John Jones. Yee. Das Wachs schwitzt in seinem Gesicht. So, gucken wir uns dann. Ach, der hat diesen Kane Entrance. Ha! Gleiches Recht für alle. Hier wird nichts zu Ende geguckt. Hehe. So, haben wir noch ein. Ne, es geht los. Also, Battle Royale beginnt. So, also rein von den Körperproportionen würde ich sagen, dass Van Knight hier gewinnen muss. Aber irgendwie, ich glaube, Chrome Basham, der hat eine große Zukunft im Evoverse. Oh, Luchador Leon, das sieht gefährlich aus. Da kann er sich nochmal retten. So, jetzt Van Knight gegen Chrome Basham. Ah, das wird noch keine Eliminierung. Oh doch, Fabsi ist raus. Ben Punk mit der Eliminierung gegen Fabsi. Aber gut, dem wird es wahrscheinlich nicht so gut ergangen sein, weil er irgendwie von seiner Rückenflosse aufgespießt wurde. Das wird wahrscheinlich schon beeinträchtigen. So, Basham jetzt gegen Ben Punk. Luchador Leon gegen Tom Mitchell. Ja, reicht aber noch nicht. So, jetzt Chrome Basham in Gefahr. Reicht aber, glaube ich, immer noch nicht. Oh, jetzt hilft Ben Punk. Eventuell doch die Doppeleliminierung. Nee, das wird nichts. Der wird schon mal retten können. Ja, da merkt jetzt auch hier Tom Mitchell, dass Van Knight zu schwer ist. Und da ist Ben Punk raus. Eliminiert von Luchador Leon. Wie heißen so viele Luchadore? So, haut Van Knight ihn jetzt raus.
is what makes him one of the best in the business. He's looking a little off balance. Looks to me like he's starting to feel the pressure, guys. He was one of my favorites heading into this battle royal, and I'm not ready to write him off the list just yet. He's got plenty of fight left. Oh, jetzt lässt Trump Basham von Tom Mitchell ab. Aber Luchador Leon haut ihn raus. Tom Mitchell eliminiert. So, jetzt Frankensteiner gegen Luchador Leon. Aber Reversal vom Fun Night. Kratzt ihm die Augen auf und der Tiefschlag. Oh je, Crom Basham, ich glaube, das ist jetzt das Aus. Jo, da ist der Rumble-Finisher gegen Crom Basham von Van Knight. Nein, da ist der Reversal, oh mein Gott. Habe ich ihn schon abgeschrieben. Und dann rettet er sich. Aber jetzt Van Knight eliminiert von Luchador Leon. Ah, da guckt er blöd. So, Crom Basham oder Luchador Leon, wer macht das jetzt? Der 81er Charakter oder der 84er? Luchador Leon und tatsächlich gewinnt der 81er. Da, wo ich am Anfang noch meinte, im Stream, was ihr jetzt nicht seht, habe ich gesagt, dass der wahrscheinlich die geringsten Chancen hat mit dem 81er Rating und dann haut er einfach mal hier drei Leute raus. Vielleicht waren es auch vier, aber nur an drei erinnere ich mich gerade. Ja, Glückwunsch dazu, zu diesem Erfolg. Luchador Leon, so kann man mal hier sich ins Evoverse reinbringen. Wir gucken uns noch seine Siegesfeier an. Und ich kann dir sagen, auf jeden Fall, wir sehen heute noch das Match um den NXT Championship in Elimination Chamber. Jetzt gucken wir mal, was wir sonst auf der Matchcard vorher zu sehen haben. So, da haben wir El Rixon und Demon Killer gegen Kyle O'Reilly und Bobby Fish. Hier holen sich Demon Killer und El Rixon den Sieg. Außerdem haben wir die Street Profits gegen die War Raiders. Hier holen sich die War Raiders den Sieg. Shayna Baszler mit einer Promo wird von Kairi Sane unterbrochen. Dann haben wir Arc Enemy gegen Scott Stone. Hier holt sich Arc Enemy den Sieg. Und dann haben wir das Match. Ein 6-Mann Elimination Chamber Match mit Crazy Virgil, Roderick Strong, Devil of Joker, Pete Dunne, Predator und Steven. Hier ist der Einzug selbstverständlich aus, weil es sonst zu lange dauert. Schwung schnell. Los geht's. Allen natürlich viel Erfolg. So, es beginnen Pete Dunne und Devil of Joker und alle, die eben im Stream dabei waren und es gesehen haben, wie ich die Matchcard zusammengestellt habe, haben gesehen, dass ich Pete Dunne die Einzugsreihenfolge Nummer 6 gegeben habe und er ist einfach mal als Nummer 1 da. Dieses Spiel ist einfach sowas von verbuggt, das gibt's gar nicht. Schau mal, Pete Dunne ist ja eigentlich nur so Champion geworden, weil wir Not am Mann hatten. Der war nicht für dieses Match, was wir gemacht hatten, war der gar nicht vorgesehen. Das ist jetzt aber, glaube ich, auch in der Elimination Chamber Arena, oder? Das ist jetzt nicht NXT. Das wird, glaube ich, das gleiche sein wie beim Royal Rumble. So, wer ist... Ja, da steht auch Elimination Chamber. Wer ist der Nächste? Wer kommt? So, das sieht nach Roderick Strong aus. Der zeigt jetzt erstmal den DDT gegen Devil of Joker. Ich glaube, Roderick Strong werden wir auch nicht mehr sehr lange bei Undisputed Era sehen, denn der hatte jetzt von Steven Regal ein Match gegen Johnny Gargano bekommen um den Titel und das hat, glaube ich, einem Adam Cole gar nicht so gut geschmeckt. Schauen wir mal, in welche Richtung das noch geht. So, wer ist Nummer 4? Da kommt der Crazy Virgil. Der kümmert sich jetzt mal auf Devil of Joker.
Ja, Kick geht schief. Ja, Reversal von Crazy Virgil und Pete Dunne wird erstmal rausgeschmissen. Das hat gescheppert. Ja, Pinfall wird unterbrochen. Beziehungsweise kommt er raus bei 1. So, dann wird jetzt wahrscheinlich, tippe ich mal, der Predator kommen. Hier gilt übrigens die gleiche Regelung wie gestern. Es gibt kein Rematch. Wer hier rausgeht, kriegt einen komplett neuen Gegner. Das ist so meine Elimination Chamber Regel. Ist natürlich ärgerlich, wenn man jetzt Champ wurde oder war. Aber, wie gesagt, das ist halt Elimination Chamber. Das ist ja quasi, ja, durch Eliminierung. Also jeder hat eigentlich die gleichen Chancen hier. So, Predator zerstört gerade mal ein bisschen Devil of Joker. Pete Dunne wieder reingeschleudert. So, und da kommt der Letzte, der Steven. Um wen kümmert der sich? Um Pete Dunne, der Champion, muss dran glauben. Und Devil of Joker kommt gerade noch so raus. Muss man sich erstmal orientieren, wer das jetzt war, hier wegen dieser blöden Zelle davor. So, Dropkick von Steven gegen Pete Dunne. Oh, ich glaube, jetzt wird Devil of Joker rausfliegen. Eins, zwei, nein, nochmal der Kickout. So, jetzt der kleine Crazy Virgil gegen den Predator. Oh nein, bitte nicht wieder der Bug von vorgestern. Nein. Ich glaube, wir haben es wirklich wieder. Ja, ich schleudere ihn zumindest beim dritten Versuch wieder rein. Ich schätze aber, Devil of Joker, dem wird nicht, der wird bald raus sein. Und Pete Dunne ist raus. Steven pinnt den Champion. Steven haut den Champion raus. Auf Wiedersehen, Pete Dunne. Und Crazy Virgil ist raus. Was geht mit Steven gerade ab? Steven räumt mal hier richtig auf. Auf den Spuren von Jordan Pigeot. Ja, ich glaube, Devil of Joker ist damit jetzt auch eliminiert. Jo, Predator haut den Devil of Joker raus. So, jetzt kommt Steven zu ihm. Wird direkt wieder raus, reingeschmissen. So, Steven, das ging jetzt schief gegen Roderick Strong. Oh, Predator hat was vor, aber macht der Steven lässt das nicht zu. Der schmeißt den Predator lieber raus. So, Strong kümmert sich um Predator. Das sollte Steven wahrscheinlich recht sein, wenn die zwei sich hier bekriegen.
Oh, da wollte er ihn treten, aber das ging nicht. Müsste der Reversal kommen, ja. DDT. Tja, jetzt arbeiten sie zu zweit gegen Steven. Und Spear gegen Roderick Strong. Und Pinfall. Und Roderick Strong ist raus. Also Predator oder Steven? Wer holt sich das Ding? Closer geht schief. So, Pinfall, das wird nicht reichen. Bei 1 ist schon Schluss. So, was macht der Predator? Und Stunner, ich glaube, das war's. Predator wird jetzt Champion. Pinfall. Außer der hat noch einen Widerstand. 1, 2. Nö! Herzlichen Glückwunsch an den Predator, unser neuer NXT-Champion. Hat er mal aufgeräumt. Muss man sagen, der sieht schon irgendwie sick aus mit dem leuchtenden Cape oder was auch immer. The Predator. Unser maskierter Elf hier. Ja, da kriegt hier unser Demon Ace Konkurrenz, was die Optik von dem aussieht, betrifft. Ich hatte ja auch Demon draufstehen. Na gut, also, neuer Champion damit gekürt. Wir gehen dann mal zurück ins Menü und schauen, was wir dann heute noch sonst so in dieser Folge zu sehen bekommen. So, News. Da haben wir einmal, dass der Predator neuer Champion ist. Eine alte Rivalität loderte neu auf. Nachdem Shayna Baszler ihre ehemalige Feindin in den Ring gerufen hatte, Kairi Sane kam, die beiden hatten eine hitzige Debatte über die Mikrofone und zeigten sich mit dem Ergebnis ihres letzten Matches unzufrieden. Sie wollen die Rechnung begleichen, wenn der Einsatz am höchsten ist in einem NXT Women's Championship Match. Die Feindseligkeiten zwischen den Gegnern drohte nach einem aggressiven Wortwechsel zwischen ihnen überzukochen. Montez Ford versuchte seinem Rivalen eine Kostprobe seiner eigenen Medizin zu verabreichen, indem er ihn im Tag-Team-Match überrumpelte, aber Angelo Dawkins revanchierte sich mit einem Angriff und ließ ihn dann alleine im Ring stehen. Und die Probleme zwischen Demon Killer und Elrixen sind weiterhin deutlich sichtbar und waren in diesem Match einfach zu viel. Ihre Niederlage sorgt für zusätzliche Spannung zwischen ihnen und die Menge ist bereit für den großen Knall. Rivalitäten, da haben wir noch 2 Wochen Street Profits gegen Raw Raiders, 8 Wochen Rixen gegen Demon Killer und 6 Wochen Dakota Kai gegen Bianca Belair. Das Championship-Ranking zeige ich euch heute nicht, weil das muss erstmal von mir wieder angepasst werden. Das seht ihr dann morgen wieder, weil eben es wird wieder so sein, dass die Leute, die halt eliminiert wurden, wer halt als erstes raus ist, kommt dann das Ende vom Ranking und so weiter und so fort. Deswegen gehen wir dann jetzt mal zum Main Event rüber. So, da haben wir Bob gegen den Steven. Hier holt sich Bob den Sieg. Leonard gegen Adam Wolf. Hier holt sich Adam Wolf den Sieg. Big Magic gegen Tracer. Hier holt sich Big Magic den Sieg. Ale gegen Samoan Omega. Hier holt sich Ale den Sieg. BDG, Jack White, Nick Bro, Walter, JCC Styles, Prince, Maurice hier von Michael Masters in der 8-Mann Battle Royale. Hier holt sich Styles den Sieg. Eliminierte als letzten den Jack White. Nee, stimmt gar nicht. Den Walter als letzten. Tag Team Match. Mit der Black Invasion gegen die EWO. Hier holt sich die Black Invasion den Sieg. Verdammt! Jordan Pigeot im Main Event gegen El Mysterio Luchador. Hier holt sich Jordan Pigeot den Sieg. So, ja, und dann sind wir schon wieder am Ende der heutigen Folge angekommen, meine Freunde. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst dem Video doch mal einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr gut fandet, was ihr schlecht fandet. Joint auch gerne meinem Discord-Server, der Link dazu in der Videobeschreibung, wo auch meine Social-Media-Accounts verlinkt sind. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat und der Link zu meinem Twitch-Kanal. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr meinen ganzen Kanälen mal ein Follow dalassen würdet. Twitch lohnt sich sowieso, weil ich habe es jetzt endlich hinbekommen, auch wieder öfters zu streamen, das, was ich eigentlich schon so lange angekündigt habe. Aber auf jeden Fall schaut gerne mal vorbei. Dort könnt ihr zum Beispiel auch sehen, wie ich eine Evoverse-Folge aufnehme, denn die letzten 3 der letzten 4 Evoverse-Folgen wurden tatsächlich sogar im Twitch-Livestream aufgenommen. Also, ihr seid gerne eingeladen, dort mal vorbeizuschauen. Würde mich sehr, sehr freuen, euren Namen mal im Chat zu lesen. Ja, ansonsten natürlich auch gerne meinem YouTube-Kanal ein Abo hinterlassen.
Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr Teil meiner Community werdet. Lohnt auf jeden Fall, wenn ihr Interesse an WW2K19 habt. Ich bin aber auf jeden Fall dann jetzt an dieser Stelle raus. Bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Reinschauen und die Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch einen schönen Ostersonntag. Lasst euch gut gehen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut und ciao.